Hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt und damit herzlich willkommen zu meinem neuesten Abenteuerratgeber. Und heute schauen wir uns das Abenteuer der Aushilfschefkoch an. Das wurde gestern veröffentlicht und ist relativ kurz. Und ich zeige euch einfach, wie man das Abenteuer beenden kann. Die Dialoge werde ich, wie auch schon beim letzten Abenteuerratgeber, einfach überspringen. Die könnt ihr euch dann, wenn ihr wollt, selbst durchlesen. Wir sind in der Gilde der Köche südlich, südwestlich von der, wie heißt das denn, von der großen Markthalle in Varrok. Und ihr braucht, hier haben wir's. Ihr braucht einmal das Abenteuer der Aushilfskoch und Stufe 32 in Kochen. Und hier, das sind die benötigten Gegenstände. Ihr braucht Scheite, einen Stahlbarren, eine Portion Sahne, ein Eimer Milch, ein Stück Butter, Topfmehl, eine Tortenform. Ein Gegenstand, zum Beispiel eine Kochmütze, der einem den Zugang zur Gilde der Köche erlaubt. Und das ist, also ich glaube, eine Kochmütze zählt dazu und noch irgendwas. Aber ich meine, wenn ihr die schweren Aufgaben abgeschlossen habt, dann braucht, also die schweren Warrock-Aufgaben abgeschlossen habt, dann braucht ihr das nicht mehr. Und wenn ihr dann hier drin seid, dann sprecht einfach mit dem Chefkoch. Und wie gesagt, die Dialoge werde ich jetzt überspringen. Dann nehmen wir die erste Option, haben sie irgendwelche Abenteuer für mich, bliblablub. Hier einfach irgendwas auswählen, ist egal, hier nehmen wir an. Auch hier wieder irgendeine Option wählen, ist eigentlich egal welche, und hier auch. Genau, es geht um Käsetorten. Und man soll eben 9 Frischkäse besorgen. Und wir sollen dazu nach Falador. Das machen wir doch gleich mal. Und wir sollen zu den beiden Leuten namens Phil und Delphi. Na, ist überhaupt keine Anspielung an Philadelphia. Kille, kille. Und die sind hier in dem Haus. Und zwar nördlich von der Meisterschmiede. Einfach mal mein Delphi auch hier. Einfach durch den Dialog durchgehen. Wie gesagt, den könnt ihr euch dann selbst durchlesen. Und hier auch wieder, egal welche Option ihr nehmt, ihr müsst dieses Butterfass reparieren. Und dafür brauchen wir die Scheite und den Stahlbarren. Und zack, schon habt ihr es repariert. Und jetzt brauchen wir noch einen Eimer Milch. Und dann können wir den Frischkäse einfach selbst herstellen. Dauert 4 Sekunden. Und jetzt, wo er fertig ist, können wir... Ach ja, stimmt, kann ich auch einfach hier... Große Markthalle, dann teleportieren wir uns dahin und dann sind wir eigentlich auch schon wieder in der Gilde der Köche. Auch hier Option 1, der Aushilfskoch mit dem Aushilfskoch, Aushilfschefkoch sprechen. Beziehungsweise ist ja gar nicht der Aushilfskoch, der Chefkoch, so. Und jetzt bekommen wir die Käsetorte-Zutaten und wie ihr seht, wir brauchen noch Kekse. Und dafür müssen wir Mehl und Butter vermischen. Und dann haben wir hier das Mehl und die Butter. Keksteig. Dauert auch nochmal eine Sekunde. Und dann benutzen wir das hier mit dem Herd. Ich weiß nicht, ob man für diesen Raum hier irgendwelche Voraussetzungen braucht. Ich glaube schon. Solltet ihr diesen Raum hier mit dem Herd nicht betreten können, könntet ihr auch einfach den Herd da benutzen. In dem Haus von, wie heißt der Zwerg da? Dororan, genau. Jetzt haben wir Kekse. Und jetzt müssen wir, glaube ich, noch einmal mit ihm sprechen. Dann nehmen wir wieder die erste Option. Bla bla bla. Auch hier wieder egal, welche Option man benutzt. Einfach auf die Tortenform klicken, da hat man dann schon die nächste Option mischen. Käsetorte sollte dann in dem Moment ausgewählt sein. Und dann haben wir die Käsetorte hergestellt und jetzt sprechen wir wieder mit dem Chefkoch. Dann nehmen wir erneut die Option Nummer 1. Und jetzt sollen wir die Käsetorte an bestimmte Köche liefern. Und ich glaube, die schnellste Möglichkeit zu dem einen Koch bei der Taverne zum festes lustigen Wildschwein zu bekommen, ist, indem man die Kultkapuze benutzt. Wenn man vorher noch einen Erdtalisman darin benutzt hat und dann teleportiert man sich zum Erdaltar. Man könnte sich auch zur Sägemühle teleportieren. Denn hier ist der erste Koch
Dieser Kerl hier. Ah. Scheiße, jetzt habe ich auf den Koch geklickt und wird schon mal benutzt und bin in die falsche Richtung gesprungen. So, jetzt aber. Auch wieder Option 1 auswählen. Und als nächstes müssen wir nach Lumbridge zum Chefkoch im Schloss. Den kennt ihr vielleicht noch aus dem ersten Abenteuer. Koch. Käsetorte anbieten. Und sobald der Dialog hier fertig ist, dann können wir auch nach Taverly. Da ist nämlich der dritte Koch, nämlich, wie heißt der nochmal? Wie, irgendwas mit Ramsay? Genau, Truppenkoch Ramsay. Falls ihr irgendwie nochmal wissen wollt oder nochmal nachschauen wollt, könnt ihr hier diese Käsetorte-Lieferungsliste benutzen. Da steht eigentlich alles nochmal genau drin, mit wem ihr sprechen müsst. Und auch hier benutzen wir die erste Option und jetzt können wir zurück zum Chefkoch. Nein, ich wollte nicht den Baum fällen. Und nochmal Option 1 auswählen und schon habt ihr das Abenteuer abgeschlossen. Das ging jetzt sehr, sehr schnell, ne? Keine Sorge, das Video wird noch ein bisschen länger, denn ich zeige euch noch, wie ihr den Erfolg abschließen könnt. Es gibt nämlich noch einen Erfolg, den ihr machen könnt, wenn ihr dieses Abenteuer abgeschlossen habt. Und dann müsst ihr verschiedene Käse... Ich glaube, ihr müsst dem Chefkoch da verschiedene Käsetorten präsentieren. Ich schau mal ganz kurz nach. Und zwar ist das hier nicht beim Abenteuerumhang oder... Ah, hier ist es. Käse und Kekse. Stelle jede Käsetorte einmal her. Die normale Käsetorte, die haben wir jetzt natürlich schon. Und dann gibt es hier noch so spezielle. Ich glaube, ihr braucht dafür Kochen 52 oder 56 oder so, um alle anderen herstellen zu können. Dann haben wir hier die Vanille-, Erdbeeren- und Schoko-Käsetorte. Und für die braucht ihr die Milch aus der Spielerfarm. Ich habe mir das natürlich ein bisschen einfacher gemacht und habe es einfach gekauft. Beziehungsweise... Die Erdbeer- und Vanillemilch, die hatte ich bereits auf der Bank. Und die Schokomilch, die habe ich mir dann... Die konnte ich nicht kaufen, die ist unhandelbar. Deswegen habe ich mir einfach direkt den Frischkäse gekauft. Dann nehme ich mir doch einfach mal hier all die ganzen Zutaten, die wir brauchen. Ich glaube, ich brauche noch die Erdbeermilch. Die müsste ich noch irgendwo haben. Und die Vanillemilch. So, als erstes müssen wir die Kekse herstellen. Also benutzen wir einfach den Topf Mehl mit dem mit der Butter. Brauchen wir 6 Kekse. Das sollte relativ flott gehen und dann kochen wir die ganz kurz. Und ich glaube, wir müssen ganz nach oben, oder? Nein, wir müssen ins erste Stockwerk. Und da ist nämlich auch nochmal ein Butterfass. Und da brauchen wir jetzt einmal Erdbeerfrischkäse. Und den Vanillefrischkäse. Und jetzt stellen wir nochmal 3 weitere Frischkäse her, oder? War das... Ja doch, genau. Also ne, 2. Wir hatten ja schon die erste Käsetorte, haben wir schon. Also brauchen wir noch 2. Da haben wir den normalen Frischkäse. Den ersten und den zweiten. Und ich glaube, war es das nicht sogar schon? Ja, jetzt können wir alle herstellen. Dann brauchen wir noch ein bisschen Speck. Den bekommen wir von den Schweinen auf der Farm südlich von Falador. Könnte man auch in der Markthalle kaufen. Aber man braucht anscheinend auch das Abenteuer ran an den Speck. Dann stellen wir mal die Speckkäsetorte her. Benutzen wir wieder hier die Tortenform. Jetzt brauchen wir eine Zitronenkäsetorte. Dafür bräuchte ihr die Zitrone. Die könnte man zum Beispiel in der Gnomenfeste bekommen.
Dann die Erdbeerkäsetorte. Wie gesagt, ihr braucht halt immer noch die Sahne dazu. Dann machen wir noch die Schokokäsetorte und als letztes die Vanillekäsetorte. Und den Erfolg haben wir damit auch abgeschlossen. Ja, das war's eigentlich auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir doch mal, wie euch das Video gefallen hat. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.